Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas und liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich weiß auch nicht, in was für eine Madness ich hier schon wieder reingespawnt werde. Es ist... bisschen dreist. Nicht mal unsere Leiche hält still. Nicht mal unsere Leiche hält still. So dreist ist das. Wo war der letzte Safe? Ja, hier, Mann. Nehmen wir den Raketenwerfer in die Hand, Leute. Like drücken auf YouTube, so. Ihr habt eure Hausaufgaben bekommen. Ich habe euch gesagt, was es zu sagen gibt. Nicht wundern, dass ich heute ein bisschen dunkler bin als sonst. Liegt einfach daran, dass eines meiner LEDs gerade kaputt ist. Ah, guck mal, so hätte ich auch machen können. Aber bei den ganzen Raketen hätten die mich sehr schnell sehr platt gemacht. Von daher alles richtig gemacht. Ah? Okay. Spannend. Ah, guck mal, es geht sogar bergab. Zielsuchraketen haben wir noch. Die können wir mal aktivieren. Oh, ich wäre fast zerquetscht worden. Auch nicht schlecht. Hier. Warte mal, hätte ich dann einfach unten durchschwimmen können? Guck mal, das sieht ja so aus, als hätte ich einfach die ganze Zeit unten durchschwimmen können, wa? Wie dreist ist das denn? Ach so, aber dadurch, dass ich das Tor geöffnet habe, kann ich jetzt natürlich mit dem Boot da langfahren. Das ist natürlich geil, als wenn ich da zu Fuß lang muss. Ich sollte mich bloß nicht zerquetschen lassen. Das kommt in den meisten Spielen nicht so gut. Außerdem Duke Nukem. Im Duke Nukem hängen dann nämlich seine Gedärme an der Tür. Aber das gucken wir uns dann beim nächsten Run an. Also beim Duke Nukem Run quasi. Stirb. Die Dinger sind so schlecht zu manövrieren, dass sie echt eher ein Handicap sind. Man denkt so, geil, du hast so ein Boot mit Kanonen, aber die sind halt so schwer zu lenken. So klobig. Du bleibst halt so an Wänden hängen. Das Clipping ist... man kann es halt echt schwer beschreiben. Aber das Clipping ist so schlecht, dass das in mehrerer Hinsicht wirklich eher ein Handicap ist. Die unendliche Munition ist nice, aber ich kann halt mich nicht mal ausrichten, um den Typ noch mal abzuknallen. Also ich kann halt nicht weiter nach rechts gucken. Links geht. Ich habe diesen Winkel hier. Das ist halt nicht viel. Und dann muss ich erst wieder manövrieren und... ach, das ist... ja. It is what it is. Trotzdem, wenn ich hier noch ein paar Dullis finde, schieße ich sie weg. Ich muss halt so driften hier. So, zack! Aber nichts gefunden. Alright. Unterwassergeister. Ja, ist klar. Da war eine Lücke im Boot. Und ich vermute mal, da soll ich lang, oder? Höre ich dein Mimimi? Nein, niemals würdest du ein Mimimi hören. Mimimi. Warte, ach, von hier komme ich. Von hier komme ich und dann geht es hier direkt raus. Und es gibt keinen anderen Weg. Ich komme das Boot nicht hoch. Doch, ich komme hier rauf. Keine Raketen. Ist halt so random, ob sie Raketen schießen oder nicht. Da komme ich nicht weiter. Okay. Ich komme aber oben aufs Boot. So, guck mal. Ah! Nicht gut. Die Amazonenkriegerin erinnert mich übrigens ein bisschen an dich, Mutti. Muss ich an der Stelle mal ganz ehrlich sagen hier. Kommt schon hin. Für die Leute, die meine Mutti noch nicht gesehen haben, doch, doch. Ja. Nicht 1:1, aber die Richtung stimmt. Hopp. Wegboxen, komm. Da oben ist noch eine. Hier drüben ist erstmal Ruhe. Wisst ihr, was wir machen? Close and personal. Geht doch. Oh mein Gott, da gucken wir jetzt nicht genau hin. Nicht nachdem ich gerade gesagt habe, das erinnert mich an einen Mops. Das wollte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Unterwasserboxen funktioniert nicht so, wie man sich das wünscht. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt von unten ins Boot will oder mir den Eingang oben angucke. Ich glaube, ich gucke mir den Eingang oben an. Ich glaube, das machen wir, Leute. Hier rüber, wieder rauf. Ich habe da, glaube ich, nämlich gerade noch ein Secret gesehen. Ich kann nämlich hier die Treppe hoch. Und guck mal, dann müsste ich hier hoch können. Hier vielleicht rum. Die Fenster öffnen sich nicht. Und dann geht's hier wieder runter. Na gut. Sila. Vielleicht doch nicht so das heftige Secret, wie ich dachte. Aber war hier noch eine Tür?
Ja. Aber dafür brauche ich die blaue Karte. Okay, das heißt, wir müssen eh bergab gehen. Naja, dann stellen wir uns vor, das ist eine Battlefield-Infiltrationsmission. Das war's? Wie? Wie? Mehr ist das nicht? Gibt's da noch eine andere Lücke? Ah. Toll, die geht nicht zu. Auf. Ja, was dann? Was machen wir denn jetzt Schönes? Ich denke mal, wir gehen hier hoch. Hier, die rote Karte. Das funktioniert nicht. Hier oben irgendwas übersehen? Noch eine Tür auf der anderen Seite vielleicht? Blaue Karte. Funktioniert nicht. Da brauchen wir rote Karte, blaue Karte. Hier brauchen wir gar keine Karte. Das geht auch noch nicht auf. Ist hier nicht irgendwie eine Tür oder sowas? Ich hätte halt darauf schwören können, dass es hier weitergeht. Nee. Mark William Kirschner, Rampe in der Höhle. Rampe in der Höhle? Eine Rampe in der Höhle? Rampe in der Höhle. Was für eine Höhle? War ich mal in der Höhle? Im Anfangsgebiet irgendwo, meinst du? Wir haben auch noch dieses Fenster hier unten, aber das kriege ich halt auch nicht auf. Aber jetzt erzählt... Oh, ich hätte mich fast aufgeschlitzt. Irgendwo eine Rampe in der Höhle. Ich gehe nochmal eben hier gucken. Nicht zerquetschen lassen. Hier ist auch alles dicht. Oder nicht, hab mich versehen. Ja, macht ja nichts. Moin, Marc, wie geht's? Ob ich da rüberkomme, wenn ich da so raufspringe? Ah, krieg ich glaube ich auch gar nicht hin. So. 1, 2, 3, wir bilden einen Satz. Kann ja alles nicht so schwer sein. Ey, ich erinnere mich halt so grob an den Level und ich bin der Meinung, man muss tatsächlich unten ins, ins Schiff eigentlich rein. Das wollte ich schon Raumschiff sagen, was wirklich Quatsch ist. Kaputt und von da komme ich. Gut, wir flitzen noch mal hier hoch. Wir gucken uns noch mal ein bisschen genauer um. Also hier, da ist relativ eindeutig, dass es hier nichts gibt. Hier kann es gar nichts geben. Hier drüben, da bin ich mir aber noch unschlüssig. Ich habe das Gefühl, hier übersehe ich irgendwas. Zwei Schornsteine, eine... Hier komme ich hoch. Vielleicht kann ich hier durch die Fenster rein. Nee, auch nicht. Hätte ich halt am ehesten gedacht, dass das hier vielleicht noch die Fenster... Ah, guck mal, wir haben hier auf jeden Fall... ja, aber da komme ich nicht rüber gesprungen. Oder? Nee. Digga. Ich bin der Meinung, hier drin muss irgendwas sein, was ich übersehe. What? 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 Was ist passiert? Sind es doch zwei Löcher? Das hört sich kontextlos so falsch an. Was? Sind das doch zwei Löcher? Was ist hier passiert?
Ich meine, ich muss es jetzt ja nicht in Frage stellen. Ich kann mich einfach drüber freuen, aber what the fuck? Oh, dem geht's nicht mehr so gut. Ich weiß halt auch gar nicht mal, von wo ich komme. Ich finde hier gar nicht den Ausgang wieder nach unten. Okay, ich habe irgendeine Turbine angemacht. Flood Control. Okay. Ich habe irgendwo Wasser runtergelassen. Geil. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Manual Overdrive. Oh oh. Das endet nicht gut. Das endet nicht gut. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Aber wir haben es irgendwie überlebt. Immerhin. Und jetzt habe ich hier noch was, wo ich ran kann. Und habe damit noch irgendwas in die Wege geleitet. Okay. Ich kann jetzt auf jeden Fall hier weiter. Das ist alles, was zählt. Guck mal, das nehmen wir gerne mit. Hauptsache, wir kommen weiter. Okay. Haben wir Nachtsichtgerät? Wir haben Nachtsichtgerät. Dann machen wir uns noch zusätzlich unsichtbar. Der hockt da drin. Mache ich ihn hier auf? Das sieht auch gierig aus, finde ich. Das hat mich damals als Kind. Das sah so schön aus. Gut, ich komme hier rauf, ich komme da rauf. Ach, guck mal, jetzt fahren hier Fässer. Nicht Fässer. Wie heißen diese Dinger? Kisten rum. What? Achso, der drivet jetzt immer von da nach da. Na gut, dann gucken wir uns das dann auch gleich mal an. Kann ich dich mit Granaten abfrühstücken? Oh ja. Der Granatwerfer muss, glaube ich, also ist, glaube ich, einfach meine unangefochtene Lieblingswaffe. Rote Access Card, sehr schön. Raketenwerfer, sehr schön. Da habe ich jetzt irgendwie was gehört. Ich weiß nicht genau, was das gebracht hat. Ja, wir gehen mal gucken. Die Leben sind jetzt nicht so wichtig, aber die Gasgranate nehmen wir gerne mit. Da liegt auch noch ein bisschen was rum, da komme ich jetzt aber erstmal nicht ran. Und was machen wir jetzt hier? Hui! Okay, jetzt sind wir hier aus dem Boot wieder raus. Ich habe keine Ahnung, warum das zwei verschiedene... War das wirklich zwei verschiedene Eingänge? Habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen? Ja, hier, das ist so das... Ach du Kacke! Das hätte ich mir auch gerne anders vorgestellt. Toll, das ist einfach nur jetzt... Hä? Ach, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Hallo? Anybody there? Latenter Rassismus, aber auf eine sympathische Art und Weise. So. Wenn man die Schuriken so hart gegen das Ölfass wirft, dass es explodiert. Wenn man so wenig Munition hat, dass man echt auf alles Acht geben muss hier. Zack.
Zack, zack. Wir nehmen nochmal ein bisschen die Laserknorre hier. Kanare. Hä? Ah, geil. Zack, zack. Ey! Nochmal. Die Heilung nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Okay. Au! Der war gut gezielt. Da ist Musik in meinen Ohren. Ich hasse diese Viecher. Pure Emotionen, Leute! Nicht noch einer, nicht noch einer, nicht noch einer. Da kommen auch immer mehr, habt ihr das gesehen? Wow, einfach nur wow. Das ging ja noch. Leer? Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Oh Gott, ey. Ach, da hätte ich auch hier hochgekonnt. Oh! Eine sehe ich da doch noch. Eine sehe ich da doch noch. Ey! Oh nein. Ich habe eine Mine an mir kleben. Ich muss sie auch boxen, weißt du? Ich konnte ja nicht einfach einmal hier ordentlich machen. Aber ist schon okay, wir haben es ja geschafft. Ein bisschen die Style Points muss man sammeln. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Eins von sechs Secrets gefunden, ey. Das gibt wieder richtig Ärger mit der Mutti. Ich sag euch das, das ist nicht gut. Au. Nichts Gefährliches drin? Doch. Was?
Ist das Spiel gemein? Ist das Spiel gemein? Ja, guck mal, wie sie mich noch rumtrampeln. Die lassen meinen Körper ja nicht in Ruhe. Nee, sie spielen noch Fußball mit unserem verdammten Kopf. Genau so ein Schlangenvieh kommt da auch noch reinges... Ja, ist klar. Okay. Ja, nee, ist sicher. Ich mit meinen 25 Leben soll hier gleich gegen mehrere von diesen Viechern und so ein Schlangenvieh kämpfen. Klar. Das klingt definitiv machbar. Ich helfe nicht mal den einen, weißt du? Ich habe mich unsichtbar gemacht, verpiss mich jetzt. Tschüss, Licht ausmachen, der letzte macht das Licht aus. Ja, die Tür auch zu, aber das ist zu früh. Habe ich noch Leben? Irgendwo so ein Lebenspaket mit 20 Hitpoints wäre richtig schmackofatzi. Wäre richtig... Oh mein Gott. Wow! Okay. Alle tot? Dann gehst du jetzt hier rein. Mit mal wieder so gut wie keiner Munition. Runter, runter. Da oben müsste ja weniger sein. Damit hätte ich die ganzen Mädels draußen, glaube ich, platt bekommen. Ah, ich glaube, pass mal auf, wenn ich so mache. Ich glaube, ein Secret werde ich jetzt finden. Ich habe eine Idee. Die laufen da immer noch rum. So, und zwar... Schau mal hier. Meinst du nicht, das könnte was werden? Team Killer, guten Abend, lieber Sehen, und guten Abend at all! Na du? Ja, guck mal, immer ein 50 extra Leben. Nehme ich gerne mit, die kann ich nämlich gerade auch richtig gut gebrauchen. Ich hatte nämlich nur noch 2 Lebenspunkte, Team Killer. 2! Ich weiß nicht, wie gut du in Mathe bist, aber 2 ist echt kurz vor finales Ende. Riot Gun gefunden, das ist okay. Galt übrigens, ich weiß gar nicht, ob das als Secret galt. Galt das als Secret? Wir haben jetzt 2. Au. Ich lasse da Gas hin. Bis die weg sind. Oh mein Gott. Au. 11 Leben. Genau, 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 genau. Ich habe Angst. Ich habe Angst. 11 Lebenspunkte. Was für ein Link fehlt hier, Team Killer? Keine Lebenspunkte für einen Xeno, weißt du? You missed a little tiny dick. Was für ein Ding fehlt hier? Zu OnlyFans? Nee. Oder ist irgendwas anderes?
Okay, da hat hier mal versucht, Schrotflintenschüsse zu rösten. Oh, hier immer ein bisschen was zu essen. Der Glückskeks sagt, du solltest dich dort nicht kratzen. Ja, weißt Bescheid. Immer noch nur zwei Secrets gefunden. Wir sind auf jeden Fall in der Kombüse, oder wie sich das auf dem Schiff schimpft. Schiff schimpfen. That's a personal weapon. Hat er recht. Everybody. Kung Fu Fighting. Oh nein! Nichts mehr davon! Nein! Nein! Hätte der eine Rakete geschossen, wäre Ende gewesen. Wir sollten nochmal speichern. Hier haben sie irgendjemand den Kopf abgehackt. Wir sollten weniger Sushi essen, sagt er. Wir haben ein bisschen viel auf der Waage. Hier wird kein Fernsehen mehr geguckt. Ist nicht drin. Dein Ernst, ich wollte gerade sagen, Mann. Auf so engem Raum ist das wirklich eine Frechheit, was sie mir hier entgegenschmeißen. Okay, Protonenpack und ein bisschen Riot-Munition. Ah, man soll Gummis benutzen. Hier ist ein Gummiautomat auf dem U-Boot. Auch nicht schlecht. Ah, duschen wollen wir, glaube ich, jetzt gerade mal nicht. Ist auch. Das kann ich auch noch nicht. Wow. Das kann ich tatsächlich auch noch nicht. Komisches Geräusch. Aber süß, dass das klappt. Das hat wieder sehr viele Leben gekostet, weil ich... Die Waffe ist halt nicht so geil. Also es geht. Gegen fette Gegner auf kurze Reichweite... ist sie tatsächlich ganz gut. Aber gegen viele kleine Gegner nicht so gut. Ahab, Jones und Bly. Jones. Sagt mir nix. Auch keine Secrets hier. Ja, mach mal. Danke. Gelbe Karte. Schalter. Rumgelaufen. What? Okay, und wo finde ich dann die gelbe Karte? War ich hier schon? Stinkt nach totem Waschbär. Bisschen ekelhaft. Da wollen wir nicht draus trinken, sagt er. Ups. Gelbe Karte. Okay. Okay, das machen wir nochmal.
Ah, guck mal, damit kriege ich Raketen. Da freut er sich. Boom! Die machen wir mal eben leer hier. Mal gucken, wie oft wir das noch machen können. Zweimal wahrscheinlich noch. Wollen wir gleich mal selber mitfahren? Na, ich glaube, das wollen wir tatsächlich nicht, oder? Aber cool, das gilt auch nicht als Special, weißt du? Ne, macht er nicht mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da oben einfach zerquetscht worden wäre. Ziemlich sicher. Oh mein! Habe ich was zum Heilen? Dieser medizinische Koffer, den man mitnehmen kann, ist wirklich pures Gold wert. Also ganz realistisch wahrscheinlich das beste Item überhaupt. So, gelbe Karte. Kann ich hier Licht anmachen? Oh, viel besser. Viel besser. Gelbe Karte. Wo brauchen wir die? Das war hier hinten, glaube ich. Kann das sein? Ja. Okay, ein Raum weiter. Bin wieder da. Hatte eben einen Systemabschutz. Mal wieder Kernel Power 41 Crash. Das hatte ich eine Zeit lang auch. Ich weiß gar nicht, ob ich rausgefunden habe, woran das lag. Ja, an meinem Mainboard. Ne, an meiner CPU. Also daran, wie meine CPU mit meinem Mainboard kommuniziert hat. Was für eine CPU hast du? Ist das ein Teleporter? Das klingt schon wieder so richtig voll hier. Okay, da ist nichts. Autsch. Autsch. Ich war unsichtbar. Ich war mir nicht sicher, ob die mich dann trotzdem sehen oder nicht. Ich muss das mal ausprobieren. Keine Ahnung, wie wahrscheinlich das ist, dass das bei dir derselbe Fehler ist, Sunny. Ich hatte das eine Zeit lang, da war die Stromversorgung zwischen CPU und Mainboard nicht richtig. Und hier, wir machen den Atomreaktor an. Ist auch ein Atom-U-Boot, macht doch irgendwie Sinn. Ich habe irgendwo ein Special. Ah, guck mal hier. Immer noch mal ein Secret gefunden hier. Klappe halten, du kommst ja nicht rein. Na, jetzt muss ich hier zum Teleporter. Das ist bestimmt jetzt auch noch mal alles voll. Na klar. Und jetzt haben wir uns teleportiert und sind hier in dieser Unterwasserstation. Wir können hier was drücken. Und es geht da hinten das auf. Ich kann mich zurück teleportieren und kann, glaube ich, meinen Weg hier wieder rauskämpfen. Aus dem U-Boot. Mal gucken, ob wir wirklich viel kämpfen müssen oder ob ich einfach spazieren gehen darf. Sieht ja easy aus. Zwischenetage, wieder raus. Bin draußen und dann ist hier, glaube ich... Oh mein Gott. Mir geht die Luft aus. Okay, jetzt bin ich hier draußen. Wow. Wir gucken uns hier draußen nochmal um. Von da bin ich rausgeschossen gekommen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Ne, hier ist Ende im Level. Ja, kommen wir auf die Insel.
Netzteil habe ich schon ersetzt. Mögliche Fehlerquelle sind noch CPU, Mainboard oder Grafik. Ja, bei mir, ich hatte halt einen AMD-Chip drin oder habe ich immer noch und der konnte nicht. Ja, ich glaube, ich habe eine andere. Aber ja, bei mir war das halt irgendwas mit dem Chipsatz und dem Mainboard. Die haben nicht richtig miteinander kommuniziert. Versuch mal neue Mainboard-Treiber zu installieren oder CPU-Treiber. Das hat bei mir tatsächlich geholfen. Der Fehler war weg, nachdem ich neue Treiber installiert habe. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. So, ich mache hier einen kleinen Cut, Leute, und dann gehen wir in den nächsten Part, weil ich bin jetzt immer noch, ist es schon bestimmt 8, es ist fast 8, aber egal. Wir zocken weiter.